Ja, Leute, willkommen zum dritten und letzten Teil der Vorstellung des Opel Astra Electric. Und in diesem Video soll es um das neue Pure Panel Pro gehen, das Opel für den Astra anbietet. Ja, das Feature, wie es in diesem Fahrzeug verbaut ist, kostet 1.600 Euro. Und zwar besteht dies einmal aus dem Pure Panel Pro und zusätzlich dem Head-Up-Display, das ich euch ebenfalls vorstellen werde kurz. Und in diesem Video will ich klären, ist das Pure Panel Pro wirklich diese 1.600 Euro wert? Oder kann man sich die gegebenenfalls sparen, nur das Pure Panel nehmen ohne das Head-Up-Display? Oder sollte man wirklich die Vollausstattung nehmen? Ja, deswegen bleibt dran. Nach dem Intro würde ich sagen, geht's los und wir steigen direkt ins Fahrzeug ein. So, wir starten wirklich mit dem Einstieg ins Fahrzeug, denn ich möchte euch natürlich auch zeigen, wie das Pure Panel reagiert, wenn ihr einsteigt. Da seht ihr schon mal eine schöne Animation. Über beide Bildschirme gehend wird das Opel-Logo dargestellt. So, ja, sequenziell gezeichnet, sieht ganz nett aus und passt eigentlich so auch. Ja, so ein richtiges Opel-Logo ist es tatsächlich gar nicht. Ja, wenn man jetzt schlussendlich die Zündung wirklich anmacht, dann sieht man Folgendes, dass das System hochfährt und ja, ihr habt dann praktisch hier die Darstellung zum einen im Fahrerdisplay, was ihr zuletzt ausgewählt hattet, wo ihr praktisch jetzt aktuell den Tripcomputer seht, oder dann auch hier auf dieser Seite das Start- oder Home-Menü vom Infotainment-System. Hier links einmal die Klimaeinstellungen, die ich gerade ausgeschalten habe, aufgrund der Lautstärke bzw. dass der Ton nicht gestört wird. Dann habt ihr in der Mitte eure Medien, in meinem Fall jetzt das Radio. Und dann auf der rechten Seite habt ihr das ja, App-Menü, sage ich mal. Da werden wir uns nachher auch ein bisschen genauer alles anschauen. Außerdem, wie ich auch schon angedeutet habe, besitzt das Multimedia, nein, sorry, das Pure Panel Pro die Möglichkeit, ein ja, Head-Up-Display sozusagen mit zu integrieren. Und das ist in diesem Vorführfahrzeug ebenfalls verbaut und ist wirklich sehr gut von der Positionierung. Also macht wirklich Spaß, damit zu fahren. Aber da gehe ich nachher noch drauf ein. Gut, ich würde sagen, vielleicht was als ganz wichtige Information für viele gilt, seht ihr das? 4G haben wir endlich in diesem Fahrzeug. Ja, bei der Vorgängerplattform mit dem Multimedia Navi Pro, da hatten wir eine 2G-Anbindung, also die Steinzeit im Prinzip. Jetzt haben wir 4G und das ist wirklich endlich zeitgemäß, muss man sagen. Also Gott sei Dank hat PSA bzw. Stellantis hier reagiert und hat eine 4G-Anbindung gebracht. So, wenn wir uns jetzt das Infotainment-System selbst anschauen, dann fällt als erstes auf, wir haben eine richtig, richtig coole Leiste hier mit Knöpfen, haptische Knöpfe, die wirklich sehr gut verarbeitet sind. Also die haben hier hinten dann noch so Edelstahlkappen oder Aluminiumkappen, ich weiß es nicht genau, was es für ein Material ist. Aber das wirkt extrem edel und ist auch wirklich gut von der Bedienung. Also erschreckt nicht, wenn ihr jetzt Nebengeräusche kurz hört. Ich schalte mal die Klimaanlage an. Das kann man im Prinzip über Wippbewegungen von unten bzw. von oben, würde ich jetzt wieder die Klimaanlage auf weniger oder geringere Intensität schalten. Das ist richtig gut gemacht. Also da muss ich wirklich sagen, Hut ab. Diese Verarbeitung von den Knöpfen hier, die ist 1A. Dann habt ihr weiter oben nochmal eine zweite Leiste mit Knöpfen für das Infotainment-System. Diese Leiste ist ja, nicht ganz so gut verarbeitet, muss man ehrlich sagen. Die Knöpfe haben aber trotzdem einen guten Druckpunkt. Außer diese Knöpfe hier, die sind so kombiniert.
Da muss ich sagen, also das fühlt sich irgendwie komisch an, auch weil beide Knöpfe zusammen halt irgendwie gedrückt werden. Aber ist okay. Ich denke auch, irgendwo wird sich das Ganze rechtfertigen müssen mit dem Preis. Aber diese Knopfleiste hier echt super. Und dann seht ihr links auch noch den Lauter-Leiser-Regler vom Infotainment-System. Ich finde es super, dass Opel dabei geblieben ist, das Ganze nicht irgendwie über Touch hier zu machen oder so, sondern wirklich den ganz normalen Regler hier zu nutzen. Das macht einfach Spaß, ist einfach zu bedienen, intuitiv zu bedienen. Bei jeder Geschwindigkeit kommt man gut hin. Also da finde ich es gut, dass sie praktisch bei den Basics oder bei den alten Sachen auch bleiben zum Teil. Ja, dann, wenn wir jetzt hochschwenken mal auf das Display und uns das mal genauer anschauen, dann seht ihr hier im Prinzip, es ist dreifach aufgeteilt. Einmal die Klimaanlage, in der Mitte eure Medien und rechts die App Station, wo ihr im Prinzip Apps auswählen könnt. Da werden wir auch gleich nochmal genauer drauf eingehen. So, ich versuche nur die Kamera möglichst zentral irgendwie auszumitteln. Ja, als erstes habt ihr im Prinzip bei diesem Home-Bildschirm die Möglichkeit auch runter zu swipen. Da wird euch schon so ein Quick-Menü, sage ich mal, angeboten. Zum einen könnt ihr hier euer Profil auswählen, die Helligkeit verstellen vom System, WLAN-Einstellungen, Datenschutzeinstellungen, eure verbundenen Geräte und das Head-Up-Display ein- bzw. ausschalten. Ihr seht, das Einschalten dauert ein bisschen. Ja, wenn wir jetzt wieder die Menütaste hier in der Mitte drücken, dann kommen wir wieder zurück auf das Hauptmenü. Und da haben wir jetzt praktisch die Möglichkeit, in diesem Hauptmenü auch noch zur Seite zu swipen. Dann seht ihr, auf der nächsten Seite erscheinen die Karte der Navigation und auch noch die Darstellung des Energiemonitorings, ob gerade Energie aus der Batterie genommen wird zum Vortrieb oder ob rekuperiert wird. Diese Darstellung kennen wir im Prinzip schon so von den anderen Fahrzeugen wie dem Mokka E und dem Corsa E. Außerdem können wir jetzt hier die Navigationskarte groß machen. Das entspricht dann auch der Ansicht, die wir nachher bei den Navigationseinstellungen sehen. Ja, wenn wir jetzt wieder ins Hauptmenü gehen, dann kommen wir wieder hier zurück, wo wir gerade die Karte vergrößert haben und wir können nochmal nach rechts swipen. Dann kommen wir zu den Radio- oder Medieneinstellungen und haben hier noch so Sonderpunkte wie zum Beispiel Hey Opel oder nochmal einen Punkt, wo wir auf die Klimatisierung kommen. Jetzt habt ihr auch gerade gesehen, es hat sich aktiviert durch mein Sprechen Das habe ich sozusagen. leider nicht verstanden. Genau. Ja, sie hat das natürlich nicht verstanden. Passt alles, was ich gerade von mir gegeben habe. Ihr habt hier im Prinzip wieder die Möglichkeit, etliche Favoriten anzulegen, ähnlich wie auch schon beim Multimedia Navi Pro von Opel, also der Vorgängerversion. Und ihr habt hier immer noch ein Kontextmenü auf der Seite, wo ihr im Prinzip euch die Senderliste zum Beispiel angucken könnt oder wo ihr die Einstellungen für den Sound vornehmen könnt. Das ganze System hier, also das Soundsystem, hört sich vernünftig an, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt keine, High Definition Soundfiles genutzt, sondern ich habe im Prinzip meinen USB-Stick damit mal verbunden, also mit normalen MP3s und auch Radio gehört, war ganz anständig eigentlich vom Sound. Gut, dann schauen wir mal wieder ins Hauptmenü. Ja, wenn wir jetzt die Klimaeinstellungen mal angucken, können wir da drauf tippen. Dann öffnet sich im Prinzip hier ein Fenster, in dem wir einstellen können, wo denn die Klimatisierung hauptsächlich hingehen soll. Also eher auf den Kopf des Fahrers, auf den Rumpf des Fahrers oder auf die Beine des Fahrers gerichtet. Ansonsten könnt ihr hier im Prinzip Auto wählen. Mit dieser Einstellung fahre ich ganz gerne. Nur nicht jetzt natürlich, denn dann wird es relativ laut auf der Aufnahme.
Dann habt ihr noch die Möglichkeit, die Sitzheizung für den Fahrer und für den Beifahrer einzustellen, sowie die Lenkradheizung zu aktivieren. Außerdem habt ihr das Menü für die Vorklimatisierung. Bei der Vorklimatisierung ist es so, dass ihr im Prinzip hier einen Startzeitpunkt auswählen könnt, an dem die Klimatisierung loslaufen soll. Im Idealfall, ich sag mal, 20 Minuten vor eurer Abfahrt. Dann ist das Fahrzeug im Winter zum Beispiel schon auf, ich sag mal, 20 Grad vorklimatisiert. Ihr müsst vielleicht gar nicht mehr Scheiben kratzen, weil dann im Best Case natürlich die Scheiben bereits frei sind. Und ihr könnt, wenn das Ganze noch an der Wallbox angeschlossen ist, natürlich auch Energie sparen, weil es nicht aus eurem Akku rausgeht. So, das war im Prinzip das Klimamenü. Die Klimaanlage an sich vielleicht noch als Ergänzung ist ähnlich wie beim Mokka. Also sie hat ordentlich Dampf, funktioniert sehr gut, klimatisiert jetzt. Ihr seht, er sagt, wir haben 40 Grad Außentemperatur. So heiß würde ich es nicht einschätzen. Wir haben vielleicht, ja, gute 35 Grad aktuell. Aber da macht sie einen tadellosen Job. Also das funktioniert gut. Dann, wir haben uns ja gerade schon das Radio im Prinzip angeschaut, da möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr tiefer drauf eingehen. Ist im Prinzip der Standardumfang, wie es bei jedem Fahrzeug sein sollte. Beim Telefon, wenn ihr euer Telefon verbunden habt, findet ihr hier im Prinzip euer Telefonbuch. Ihr könnt Anrufe tätigen, ihr könnt Nummern raussuchen, Verläufe raussuchen etc. Also auch nichts Spektakuläres an der Stelle. Dann habt ihr den Mirror Screen. Da lohnt sich vielleicht noch kurz drauf einzugehen, denn ihr habt hier CarPlay und Android Auto drahtlos. Das ist echt cool. Also ihr könnt euren Bildschirm im Prinzip hier projizieren und braucht kein Kabel unbedingt dafür. Ja. Ja, wenn wir jetzt wieder über den Home-Button zurückgehen, haben wir im Prinzip die App-Liste und hier haben wir verschiedenste Funktionen des Fahrzeugs nochmal zum Zugriff, zum Beispiel die Fahrerassistenzsysteme. Da habt ihr zum einen mal Favoriten, die ihr in diesem Funktionenmenü an der Seite auch wählen könnt, indem ihr hier die Lesezeichen auswählt. Und ihr seht jetzt auch, was das Fahrzeug hier in Vollausstattung hat: Panoramakamera, Hinderniserkennung, hinterer Querverkehrswarner, Spurhalteassistent, Drive Assist 2.0, automatisches Bremssystem, Traktionskontrolle, Tempolimiterkennung, Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitserkennung, also wirklich, wirklich sehr viele Fahrerassistenzfunktionen. Und das Gute oder Coole ist auch, für ein paar Funktionen gibt es Videos, die ihr euch anschauen könnt, um die Funktion einfach besser zu verstehen. Da braucht ihr also keine Anleitung oder irgendwas, sondern ihr könnt euch im Prinzip hier auf dem Display direkt das Video dazu anschauen und könnt dann, ja, sage ich mal, die Funktion direkt live erleben hier am Bildschirm. Dann haben wir Datum, Uhrzeit, in dem ihr Einstellungen vornehmen könnt. Wir haben ein Einstellungsmenü, wo ihr im Prinzip euer Profil anlegen könnt. Ihr könnt diverseste, ja, Individualisierungen durchführen, wie die Bildschirmfarbe, die Anzeigen, also was ihr alles sehen wollt am Fahrerinformationsdisplay, am Touchscreen. Die Bildschirmfarbe, wie gesagt, ihr könnt da zum Beispiel andere Farben auswählen, da gibt es auch genügend, sage ich mal, zur Auswahl. Dann habt ihr die Innenraumfarbe, also sprich die ambiente Beleuchtung, die hier eingearbeitet ist, könnt ihr auswählen. Und ihr habt Außen- und Innenanimationen, also beim Einsteigen und Aussteigen, die ihr aktivieren und deaktivieren könnt. Außerdem könnt ihr hier jetzt Geräte zum Beispiel koppeln oder pairen mit dem Fahrzeug. Und ihr könnt auch hier, das sind praktisch diese Uhrzeiteinstellungen, die man gerade schon gesehen habt. Außerdem könnt ihr zum Beispiel andere Einheiten wählen oder auch andere Verbräuche wie Kilometer pro Kilowattstunde, was eher zum Beispiel in Großbritannien üblich ist. Dann haben wir das Energiemenü. Hier ist es praktisch so, dass ihr mit dem Energiefluss, die Darstellung kennen wir schon aus dem Multimedia Navi Pro, sehen könnt, ob gerade Energie aus dem Akku an die Räder geht oder von den Rädern in den Akku beim Rekuperieren. Ihr könnt euch die Statistiken anschauen für die letzten 180, 60 oder 30 Minuten
Und ihr könnt eine Startzeit für einen Ladevorgang auswählen. Wenn ihr zum Beispiel wisst, ich muss um 11 Uhr losfahren, habe gerade 50% Akku, dann kann ich zum Beispiel 8 Uhr als Ladestartzeit vorwählen, denn 3 Stunden sollten in etwa reichen, um das Fahrzeug mit 11 kW vollzuladen, wenn ihr einen halbvollen Akku aktuell habt. Dann habt ihr hier eine Hilfe. Das ist ganz cool. Zum einen wird euch gesagt, was ihr über den Sprachassistenten alles steuern könnt. Macht auf jeden Fall Sinn, das darzustellen. Das seht ihr zum Beispiel beim Telefon. Ich kann einfach sagen, rufe Tobias an, wenn ich einen Tobias gespeichert habe. Und dann macht der Hey Opel Assistent das für euch. Außerdem habt ihr Videoanleitungen zu relativ vielen Funktionen, wie ihr hier seht. Also ähnlich wie bei den Fahrerassistenzsystemen könnt ihr euch hier über ein Video anschauen, wie die Funktionen funktionieren und müsst es nicht in der Anleitung nachlesen. Dann haben wir gerade übersprungen das Hey Opel Menü. Das probieren wir jetzt mal aus. Navigiere mich nach München. Navigiere zum Ziel München. Starten. Ja, ihr seht, er hat es relativ schnell gefunden, das Ziel, und auch relativ schnell die Route berechnet. Ihr seht jetzt auch hier drüben, da haben wir jetzt die Routendarstellung hier auch, sage ich mal, linear dargestellt. Sie erreichen Ihr Ziel um 14.26 Uhr. Mit Ladestationen, die an der Route liegen, die aber natürlich wenig Sinn ergeben, denn ich lade jetzt nicht in der Ladestation hier, die befindet sich direkt bei uns im Ort, die erste, die er uns vorschlägt. Also das macht, sage ich mal, wenig Sinn. Dann habt ihr hier noch so ein bisschen die Darstellung, was ist denn gerade ausgewählt. Ich kann hier zum Beispiel Ladepunkte finden entlang meiner Route, die werden mir dann auch dargestellt, und ich kann dann zum Beispiel einen auswählen und diesen Stop hinzufügen. Dann hat er hier meine Route dementsprechend bearbeitet mit dem Zwischenstopp in 79 Kilometer, und in 151 Kilometer wäre ich dann an meinem Ziel. In der Karte habt ihr dann auch noch die Möglichkeit, eine 2D-Einstellung zu wählen. Die Karte nach Norden. Ziel um 14.34 Uhr. Die Karte nach Norden auszurichten oder wieder in den 3D-Blick zurückzukommen. An sich die Karten, ihr seht, sind relativ hochauflösend, basieren wieder auf TomTom und sind auch, was ich sag mal, die Bedienung angeht. Also ihr seht, das Ganze ist schon ziemlich snappy, sage ich mal. Also wenn man da raus und rein zoomt, dann lädt die Karte eigentlich ziemlich schnell. Selbst in Bereichen, wo ich vorher nicht war, lädt die Karte echt gut. Also gefällt mir wirklich gut, das System. Hat deutliche Schritte nach vorne gemacht. So, dann beenden wir die Route mal. Wir kehren wieder zurück ins Hauptmenü und in die App-Liste. Da haben wir die Klimatisierung, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und wir haben die Medien, da waren wir auch schon drin in dem Menü. Den Mirror Screen hatten wir, die Navigation hatten wir. Ja, jetzt kommt was Interessantes, denn ihr habt in der Klimatisierung ja schon die Sitze gehabt. Und jetzt gehen wir hier nochmal in das Sitze-Menü und es ist im Prinzip genau das gleiche Menü. Allerdings fehlt die Lenkradheizung. Ja? Also deswegen, ich weiß nicht, warum PSA oder Stellantis an der Stelle ein zweites Menü nur für die Sitzheizung aufgemacht hat, das im Prinzip fast gleich aussieht wie das andere Menü. Das ist mir an der Stelle oder in dem System an mehreren Stellen aufgefallen, dass es so doppelte Menüs gibt. Das wäre noch so ein Bereinigungsgrund, sage ich mal, für das System. Und ansonsten eben nochmal das Telefon, da waren wir auch schon drin. Hat wenig Funktion ohne eingekoppeltes Gerät natürlich. Dann schauen wir mal zum Fahrerinformationsdisplay. Hier ist es so, beim Opel Multimedia Navi Pro wurde ja über diesen Drehregler hier, wo jetzt die Nebelscheinwerfer und die Nebelschlussleuchte angesteuert werden, über diesen Drehregler konnte man früher diese Menüs im Informationsdisplay für den Fahrer verändern. Jetzt ist es so, jetzt macht man das einmal hier über diese Endkappe und einmal über diese Endkappe.
Und zwar ist es so, die linke Endkappe dient dazu, zwischen den Menüs hin und her zu wechseln. Also, wenn ich jetzt einmal drücke, dann komme ich in das Fahrerassistenzsystem. Nochmal gedrückt in die Navigation, nochmal gedrückt in die Energieeinstellungen oder in den Energiefluss und nochmal gedrückt komme ich wieder in das Tripmeter-Menü. So, wenn ich jetzt an den rechten Lenkstockhebel drücke, mal schauen, ob ich das so hinbekomme, dann seht ihr, dass er jetzt praktisch innerhalb des Menüs wechselt. Und an diese Bedienung muss man sich ehrlich gesagt schon ziemlich gewöhnen. Ja? Also jetzt nach einem Tag muss ich sagen, gefällt es mir oder ich finde es gar nicht mal schlecht. Aber am Anfang habe ich wirklich so mein Drehrädchen hier drüben gesucht. Ja? Dann haben wir praktisch im Fahrerdisplay hier einmal das Power Meter, also um zu sehen, seid ihr gerade im Rekuperationsbetrieb, seid ihr ökonomisch unterwegs oder gebt ihr gerade Vollgas. Außerdem den Gesamtkilometerstand sowie auf der rechten Seite einmal den Akkustand, auch grafisch dargestellt, und noch die restlichen Kilometer, bis ihr wieder laden müsst. Außerdem habt ihr praktisch das ganze Display im oberen und im unteren Bereich mit Warnleuchten ausgestattet. Also wie jetzt in meinem Fall, dass die Parkbremse angezogen ist, ich nicht angeschnallt bin und dass das Tagfahrlicht eingeschalten ist. Ansonsten hat dieses Fahrzeug jetzt auch noch ein Head-Up-Display, das jetzt hier relativ klein dargestellt ist, weil wir gerade stehen. Ich zeige euch aber jetzt auch gleich noch ein Bild im fahrenden Zustand, wo man einfach sieht, wie schön groß und was für eine sinnvolle Ergänzung das Head-Up-Display im Opel Astra hier sein kann. Und was auch richtig schön ist, bis auf die Geschwindigkeit habe ich nie eine doppelte Information zwischen Head-Up-Display und zwischen dem Fahrerinstrument. Das heißt, es ist einfach eine gute Ergänzung, wenn ich zum Beispiel Tripmeter am Fahrerinstrument haben will, um einfach meinen Verbrauch zu tracken, um zu wissen, okay, komme ich noch an die nächste Ladesäule oder an mein Ziel, und dem Head-Up-Display, wo ich dann zum Beispiel die Fahrerassistenz mir anzeigen lassen kann, um zu sehen, hat er die Spuren erkannt, ist er gerade lenkend aktiv oder macht er gerade einen aktiven Spurwechsel, weil ich den Blinker betätigt habe. Also das ist wirklich eine sehr sinnvolle Ergänzung an der Stelle. Ansonsten möchte ich euch noch gerne die Rückfahrkamera zeigen von dem System, denn die ist wirklich von der Qualität, von der Auflösung her der absolute Bringer. Also die ist so knackig scharf. Ich hoffe, das sieht man jetzt auf den Bildern hier. Also da hat es mir echt die Schuhe ausgezogen am Anfang, muss ich ehrlich sagen. Natürlich habt ihr ein System, wo die Linien mitlenken. Also wo ihr seht, wo das Fahrzeug einfach dann sein wird während dem Rückwärtsparken. Und dann habt ihr die Möglichkeit, die Kameras umzuschalten. Einmal nach vorne, auf die rechte Seite, auf die linke Seite und nach hinten. Außerdem habt ihr bei dem System dann noch die Anzeige einmal 180 Grad Front und einmal 180 Grad Heck. Also wirklich gut umgesetzt, muss ich ehrlich sagen, denn einfach mit der Größe vom Display macht es Sinn, diese Funktionen so darzustellen. Ja, und damit haben wir uns im Prinzip schon das Pure Panel inklusive dem Head-Up-Display bei dem Fahrzeug hier angeschaut. Der Opel Astra hat wirklich ein super überarbeitetes Infotainment-System. Ich muss wirklich sagen, Stellantis hat die Kritikpunkte, die so kamen beim Infotainment aus dem Opel Mokka und aus dem Corsa, wirklich in Angriff genommen. Es sinnvoll verbessert an den Stellen, wo es einfach nötig war. Und die Stellen, die gut waren, die haben sie auch belassen. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Also sowas wie zum Beispiel das Klimamenü, das fand ich schon bei Mokka sehr gut einfach. Und das haben sie relativ ähnlich gelassen alles. Und damit, finde ich, haben sie wirklich ein System hingestellt, was jetzt wirklich gut ist. Und mit der 4G-Anbindung hoffe ich auch, dass die App tatsächlich deutlich besser funktioniert. Ja,
Am Anfang habe ich tatsächlich die eingehende Frage gestellt, ist das Pure Panel mit dem Head-Up-Display diese 1600 Euro wert oder nicht? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Ich war am Anfang oder ich auch bei meinem Passat bin ich kein so großer Freund gewesen von dem Head-Up-Display, denn es hat mir relativ wenig Mehrwert gegeben von den Anzeigen. Im Passat ist es aber auch sehr klein von der Darstellung und ja, ist mit so einer Plastikscheibe, die praktisch hoch und runter fährt, also kein System mehr, das heutzutage State of the Art ist. Beim Opel Astra ist es nun anders. Zum einen hat Opel wirklich sinnvolle Unterteilungen gemacht mit Informationen, die sie im Head-Up-Display anzeigen und Informationen, die sie im Fahrerinstrument anzeigen. Und zum anderen ist das Head-Up-Display einfach richtig schön groß von der Darstellung und es bringt einfach genau das, was man als Fahrer will, nämlich wenig abgelenkt zu werden von der Straße und dabei aber trotzdem die Informationen zu bekommen, die ich halt als Fahrer brauche und die sind vor allem halt die Fahrerassistenzsysteme, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin. Deswegen an der Stelle also Hut ab, da habt ihr echt in der Mittelklasse ein System gebracht, was richtig, richtig gut ist. Und ich wäre jetzt persönlich, aber ich bin auch sehr technikaffin, muss ich sagen, ich wäre tatsächlich ein Kunde, ich würde mir dieses große Infotainment-System bestellen. Ich habe es auch schon beim Opel Mokka gesagt, dass es mir da sehr, sehr wichtig war, das Multimedia Navi Pro zu haben, denn nach der Probefahrt war für mich klar, es ist das sinnvollste System für ein Elektrofahrzeug. Ich brauche auf jeden Fall mindestens die Prozentanzeige, ich brauche ein ordentliches Powermeter und ich brauche auch große Darstellungen einfach, um die ganzen Elektro-Features, aber auch die Navigation etc. schön anzeigen zu können. Und dass Opel jetzt zum Beispiel auch die Navigation wirklich im Fullscreen anzeigt, macht einfach Sinn, man sieht einfach mehr. Ich hoffe noch stark, dass es dann bei Multimedia Navi Pro irgendwann mal per Update nachgeschoben wird, denn diese Balken links und rechts, die schwarzen, die machen einfach wenig Sinn meiner Meinung nach. Und genau dieses System hoffe ich, dass es noch in die Bestandsfahrzeuge reinkommt. Ja, 1600 Euro ist natürlich viel Geld für so ein System schlussendlich, aber ich glaube, es macht einfach Sinn, wenn man sich schon ein Fahrzeug kauft, wie den Opel Astra Electric. Man wird nicht günstig davon kommen, ehrlich gesagt, aber ja, es macht einfach Sinn meiner Meinung nach, aus den Gründen, die ich euch genannt habe. Gut, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Ich habe so ein bisschen versucht, im Schweinsgalopp da durchzugehen. Es gibt verdammt viele Funktionen, ich habe bestimmt nicht alle gezeigt. Insgesamt ist das System sehr umfänglich und deswegen so ein kleiner Ausschnitt. An der Stelle bleibt mir dann nur noch, mich zu verabschieden von euch. Macht's gut und bis zum nächsten Video.